Uwe von Rentschler Instruments. Da hast du Solario und Blue. Was hat es damit auf sich? Solario Blue ist der Nachfolger vom Solario, was bekannt ist als solarbetriebenes Fluginstrument. Und da gibt es unterschiedliche Versionen. Die einfachste Version, wie man hört, kann noch die Höhe dazu ansagen. Man hat also noch ein Höhemesser eingebaut. Und dann gibt es noch eine Version, die hat GPS drin. Das heißt, man hat ein solarbetriebenes GPS für High- und Fly-Pilote von Interesse. Und dann gibt es noch die Version mit Bluetooth. Dann hat man eine Kopplung und kann, das kann ich hier schön in die Kamera halten, dann sieht man halt einfach auf dem iPad oder sonstigem iPhone oder Handy in der entsprechenden App noch Moving Map. Höhe 471 Meter.